Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ni no Kuni Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Free Play Games for You. Ja, und wir gucken hier nochmal nach den Pustepfeifen. Schimmersteine werden wir wohl in die Qualmhöhe müssen. Und bei den goldenen Drachen die abgreifen. Sofern wir die dort bekommen. Andernfalls ist es, denke ich, vielleicht ganz gut, wenn wir die Leute hier auch kaputt machen. Weil ich habe gehört, hier gibt es auch Keime der Zwietracht. Bei den Schlafmützen zum Beispiel. Oh, nur eine Kronbeere, aber macht nichts. Es muss ja nicht immer klappen, von daher. Ja, warum machst du da jetzt einen Wolkenbruch? Macht doch keinen Sinn, ist doch doof. Ja, alles klar. Pass. Wir dürfen ja insgesamt also 10 Sachen auslassen, die wir nicht bauen müssen. Wir müssen ja nur 120 Sachen bauen. Also von daher ist es schon, denke ich, mehr oder minder erreichbar, das Ganze. Und wir kommen ja nach und nach jetzt langsam der ganzen Sache auch näher. So, ich glaube, die Sternenschirme konnten die auch droppen. Da. Augenöffner. Mal anders. Oh, Unwetter. Auch schick, ne? Tierischen Lärm. Ich meine, wenn man es kann, kann man es. So. Müssen wir mal gucken hier. So, so ein Mystik-Kerl, der uns auch angreift. Kerlis sind ja alle immer recht sauer. Voller Angriff. Dö, Astra. Das sollte denen zeigen, wo der Arme hängt. Beziehungsweise ist ja eh nur noch einer da. Das passt. Umgefallen. Besser geht's nicht. Genau das, was unser Ziel war. Okay. So. Wo ist der andere? Gibt es hier etwa keinen? Nee, dann gehen wir mal nach Schimmersteinen gucken. Ach, genau. Können wir ja gar nicht von hier ausrufen. Blöd, blöd, blöd. Oder können wir zu den Qualmhöhen vielleicht reisen? Qualmhöhe, Qualm, Qualm. Hier. Perfekt. Perfekt. Besser geht's wohl kaum. Genau dorthin will ich auch. Und jetzt müssen wir nach den goldenen Drachen gucken. Denn dort gibt es das zu holen, was wir brauchen. Oh Mann, da können wir auch auffrischen. Und da ist auch gleich einer. Sehr gut. Machen wir lieber Tarnung. Man weiß ja nie. Hallo Trachette. Oh, wie ist es auch eine Trachette? Ja, ist eine. Sehr gut. Naja, nur ein Planetenkristall, aber immerhin. Hätte schlimmer sein können. So. Ich komme im Moment einfach nicht mit dem Hochladen hinterher. Ich habe so viele Folgen produziert von unseren Let's Plays. Also ich habe im Grunde genommen von allen Let's Plays Folgen fertig. Komme aber nicht beim Rendern und Hochladen hinterher. Das ärgert mich ein bisschen. Das
Ist die Frage, sind die Drachetten immer als oberstes, also so, dass man es in der Oberwelt sehen kann, oder eben nicht? Okay. Ist ja ein Angriff. Warum auch immer. Ja, hauen wir einfach rum, würde ich behaupten wollen. Okay, okay. Auch wenn das kaputt machen. Perfekt. Das passt. Wo ist die nächste Drachette? Das kann doch wohl nicht sein. Boah, der greift uns an. Warum? Keine Ahnung warum. Lässt er uns gar nichts großartig machen. Nochmal Angriff. Tierische Lärm hinterher. Die Sache hier auch gleich gegessen. Mehr oder minder. So. Echt blöd, dass das meiste jetzt hier irgendwie von Gegnern kommt, die dann relativ selten sind oder die Sachen auch selten halt droppen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich meine, was soll's. So ist das Leben. Da haben wir sie doch, die Drachette. So. Kann nichts klauen. Schön interessant. Machen wir mal anders. Trotzdem gucken, dass wir nochmal blocken. Jetzt machen wir Gewitter. Soll ja angeblich dazu führen, dass so eine goldene Essenz droppen kann. Hat's jetzt diesmal aber nicht. Toll. Toll hast du das gemacht. Super. Kannst du stolz drauf sein, du Depp. Wieder nur ein blöder Planetenkristall. Sowas braucht man doch nicht. Niemand braucht sowas. Okay, so. Das passt. Sehr gut. Vielleicht sind die Schimmersteine doch recht selten, ey. Gibt's doch gar nicht. Alles kaputt machen. Okay. Haben wir auch. Den lassen wir mal aus. Ja, ja, Hund. Übernimm dich mal nicht. Boah, was ist da los? Warum greift der uns an? Auch krass mutig. Da ist ein Drachelein, toll. Wir brauchen noch Drachetten. Jetzt gibt es hier auch noch zwei verschiedene Blöddrachen. Eine Himmelsklinge. Warum klau ich denn da für ein Zeug? Oh Gott, das macht doch gar keinen Sinn. So ein Quark. Das mit den Schimmersteinen ärgert mich gerade ein bisschen. Vor allen Dingen, das Problem ist auch, wir können ja gar nicht so oft Gewitter casten, dass wir dann wirklich sagen können, da kriegen wir eine goldene Essenz dann raus. Lohnt sich nicht. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht zählt eine Drachette noch. Tatsache, scheint mir Drachette zu sein. Ich
Wir probieren das nochmal mit dem Gewitter. Oh Mann. Fehlschlag, ja leck mich doch. Toll, den Planetenkristall. Ich flipp nur aus. Sowas braucht doch niemand. Toll. Was krass ist das denn da schon wieder für ein Quatsch? Oh Mann. Okay, das passt. Stein-Odem, das können wir verlernen. Passt auch, sehr gut. Ich glaube hier die Qualmhöhe, die macht es nicht besser, dass mir gerade so heiß ist. Jetzt wäre er beinahe runtergesegelt hier, der Kollege. Da hinten, das sieht doch gut aus. Trachette, Trachette. Also es gibt zumindest einige davon. Das ist schon mal gut zu wissen. Oder es ist eine Trachette, gell? Ja. Ja. Und? Das gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt castet der Astra, okay. Das haben wir. Ist auch gut so. Alles klar. Was ist das? Seelenschild. Da machen wir anstatt Kriegsschrei mal. Genau. Oh, da hinten. Sehr gut. Langsam kommen wir der Sache sprichwörtlich näher. Gut ist, dass die halt auch angreifen, warum auch immer. Die Drachetten, die sind recht... Ach, es sind Drachilein, verdammt. Okay, das haben wir, das passt. Noch um, sehr gut. Okay, das passt. Wie immer, ne? Wenn ihr einen besseren Ort kennt für diese Schimmersteine, ruhig Bescheid geben. Bin hier nicht drauf festgelegt. Na, komm. Tropfen, okay. Da, das könnte eine Trachette sein. Wir werden auf jeden Fall angegriffen. Nee, leider nur ein Drachilein. Den Kampfpinch hat er einfach umgehauen. Und ich habe gedacht gehabt, dass das mit dem Vertrauten das Schwierigste wird, aber nee. Echt das Schwerste ist hier das mit der Alchemie. Das passt. Gucken, was hier noch für Gegner rumflattern. Nichts Besonderes. Er greift uns an. Vielleicht ist da eine Trachette mit dabei. Nö.
Einfach nur so aus Spaß. Jupp. Angriff, Angriff. Okay, haben wir alle. So. Porten wir hier aber mal weg. Na. Würde aber auch sagen, dann machen wir hier einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich für immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.